Ich dachte, du hättest gestoppt. So, dann mir einmal hinterher, bitte. Ja, und weil der zweite Part ein neuer Part ist, sage ich mal wieder Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Jetzt sagt er auch moin, moin zu Abend, ne? Ja, moin. Und einfach moin, moin. Und das ist. So, ruhig mal kicken. Oh, das ist noch gar nicht fertig hier. Aber wir haben ja. Zeitreisefunktion, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Du kannst ja die Zeit hier hochdrehen. Oh, 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 oh. Die Kurve ist eng. Oh, siehst du, passt. Ja, aber der Anhänger ist schon zweimal gekippt. So. Weil der Raps ist hier noch nicht reif. Ich wollte auch heute Morgen die Zeit nicht so weit vordrehen, dass es nachher kurz vorm Verrotten steht. Wenn du mir den Anhänger dann einmal hier auf den das Feld stellst, dann drehe ich nämlich mal den Pflanzenwachstum hoch. Die Zeit mal ein bisschen höher. So, von welcher Richtung kommst du? Ich muss einmal drehen, ne? Ja, jetzt einfach genau mit der Schnauze wieder zur Richtung Hof. Ja, bleib stehen, das ist okay so. Jetzt musst du den Hänger auswählen, dass der Hänger komplett grün ist. Genau. Sollte jetzt eigentlich. Dose sein hier. Allerdings müssen wir jetzt ein wenig warten. Dann dreh hoch. Jawohl. Gibt es irgendwas Interessantes zu sehen auf dieser Map? Ich finde die Stadt sehr gut gemacht. Dann mach doch auch eine kleine Führung mit mir. Könnten wir eigentlich machen, ne? Muss ich noch einen zweiten Schlepper kaufen. Ach so, stimmt. Du hast ja. Dann drehe ich die Zeit mal runter. Ich habe gedacht, während die Zeit dann läuft. Ja, die Zeit läuft trotzdem weiter, aber nicht auf 120 und schnell. Kaufen wir uns mal einen zweiten Johnny. So, dann kommen wir in die Stadt. Welche Richtung ist denn das? Wie bei der Standardkarte, vom Hof runter oder ich komme mal zum Hof hoch. Ah, ich sehe dich. So, da machen wir noch eine kleine Führung. Frage ist, wo du bist. Ich komme zu den Silos hoch. Ach so, du warst. Ich bin noch grün, oder? Da bist du. Ah, ich sehe dich, okay. Weil wir ja neue Session angefangen haben oder neue Aufnahmerunde oder wie man es auch nennen möchte, also Folge 2, könnten wir nochmal die Map erwähnen. Die heißt ja Farm. U-Farm, genau. Genau, in der Version 0020, glaube ich, ist das. Oh, das ist aber hier ganz schnell hier. Ja, die ist von der Modding Society, vom Wohlstandskind und seinen Jungs. Das ist eine recht. Naja, sie ist noch nicht final. Es kommt immer wieder was hinzu. Und das ist also aufgebaut auf der Standardkarte. Aber es gibt ja echt einiges zu sehen, was es nicht gibt. Ups. Was wäre denn zum Beispiel das hier vorne? Warte mal, bei mir kommt gerade ein Zug, den will ich mal zeigen. Das
das der ICE oder der Güterzug? Güterzug. Ja, wir fahren ja zwei, genau. So, wo bist du jetzt hier? Okay. Nach getaner Arbeit können wir denn hier drüben, wo die nette Dame vorsitzt, hingehen. Ah. Ich glaube, das ist das Logo von Pascha. Dem Laufhaus. In Köln irgendwo. Ja, kenne ich. Halt, Bahnhof wollten wir kurz gucken. Der reagiert richtig empfindlich, wenn ich auf dem Bürgersteig fahre. Ich habe mich festgefahren. Sie festgefahren? Ah, ich glaube, ich hänge in der Luft. Ja, ich komme. Au! Du bezahlst mich ja nicht, ne? Also muss ich das dann? Ich stell dir das in Rechnung. Nee, ich wollte sagen, da musst du selbst bezahlen, ja. Poller kaputt gefahren. Ja. Finde ich cool, dass er da liegt. Also nicht, dass ich ihn kaputt gefahren habe, sondern dass man Gegenstände umfahren kann. Zum Bahnhof geht's denn hier hoch? Zzt. Wo bin ich denn? Hab hier. Renn, renn, renn. Wir fahren dann auch halt die Züge, was jetzt leider nicht der Fall ist, aber ja, man hat ja gerade eben den Güterzug gesehen. Schön gemacht, auch mit den Lichtern. Ja, also das ist definitiv. Ich habe uns ja extra deswegen an der Bahnstrecke uns ein großes Feld angelegt. Ja, das wir sehen. Genau. Das war schlau. Tja, haben wir geschickt eingefädelt. Ja. Das ist meiner, der hintere. Was ich auch stark finde, das ist eine Brücke, eine richtig große Brücke. So eine Hängebrücke. Fahren wir dann gleich mal drüber. Oh, stopp, stopp. Müssen die das alles so eng bauen? Ja, das, da finde ich, ist der Xbox-Controller, hat man ein besseres Feingefühl. Mit Lenkrad sicherlich noch besser, aber... So, rechts oder links bist du abgebogen? Ich bin rechts abgebogen. Ah, da stehst du auch. So, ich habe die Chance vertan, die anderen zwei Poller auch noch umzufahren. Ach, wie mache ich denn eigentlich die ganzen Anzeigen weg? Was waren das? F1, glaube ich, ja. Und hier I, dass man auch mal was sieht. Oh. Ich weiß bloß nicht, ob da der Mähdrescher gegen die Pfeiler stößt oben oder ob man da durchfahren kann, weil er doch recht hoch ist. Und die Pfeiler ein wenig niedrig. Das müsste man mal probe auf Exempel. Ja, unten links ist der Hafen. Ja. Die Schuten. Also sprich, die Binnenschiffe, die sieht man auch fahren. Die bewegen sich auch. Die fahren hier durch die Gegend. Unten rechts ja die Biogasanlage. Ja, sieht man. Oh. Was habe ich denn in der B-Rahmen da auf der rechten Seite für eine Anzeige? Geschwindigkeit und unten drunter? Unten drunter ist Füllstandsanzeige. Das ist ein Anhänger, da ist dann so eine Leiste, die füllt sich, sobald ein Anhänger sich füllt oder leert. Nee, ich meine am Rahmen, im Traktor selbst. Ja, das ist die Geschwindigkeitsanzeige. Und unten drunter ist ja was Vierstelliges. Ja. Achso, der soll wohl der Drehzahl sein. Ah, okay. Der Drehzahlmesser, ja.
stimmt, erst bei der 1.6er Version ja. Auch. Da sieht man unten links gleich das Schiff, das fährt. MS Society. Modding Society. Es gibt keine Hupe. Ah, doch, doch. Na, wo bist du? Ich schau mal das Schiff an, aber ich bin gleich da. So. Pika hat keine Waage. Nee, es ist noch nicht. Noch kein. Dieser Weight Station Mod. Den gibt's noch nicht. Diesen Tip Anywhere weiß ich, der soll wohl demnächst irgendwann kommen. Das heißt, dieses überall Abkipp-Mod. Was wäre denn der Raps? Aber der ist nun auch, wie gesagt, noch gar nicht in der Blüte. Der ist noch im Wachstum. Das wäre denn das kleine Feld hier an der Bahn, an den Bahnschienen, das ich heute Morgen mal schnell angelegt habe. Okay. Rechts rum. Ach, naja gut, hätten wir auch links runter. Man kann nämlich auch unterhalb der Brücke fahren. Ah, okay. Hab ich jetzt aber die Einfahrt verpasst. Aber sonst ist das... Mir gefällt der Aufbau des Dorfes definitiv besser als auf dieser Standardkarte. Ja, ist nicht so quadratisch. Genau, und das ist also schon... Obwohl auf der Standardkarte das Dorf schon deutlich besser ist als das alte. Das ja. War ja noch steriler. Das ist jetzt hier wirklich schon echt nett gemacht. Da kann man nichts sagen. So. Bis auf die Straßen, da ich überall an. Ach was. Und ich überfahre Stoppschilder. Ach ja, das ist das. Das wird teuer. Oh, beim Eurotruck-Simulator habe ich eine Strafe bekommen, weil ich das Licht bei Regen nicht angemacht habe. Aha. Deswegen, ich fahre eigentlich immer mit, fast immer, wie das auch schon passiert, dass ich das Licht nicht angemacht habe, gerade weil die Stadt so beleuchtet war, gar nicht gemerkt, dass, soll das auch mal Licht anmachen, nicht? Ja, ich habe irgendwie die Tasten falsch belegt. Und bis ich das gescheckt habe, habe ich die Strafe schon gehabt. Mein Motorrad kann ich überhaupt nicht ohne Licht fahren. So, ja, du hast ja das Front, kann ich den ja ruhig hier abstellen. Licht aus. Oh, oh, oh. Gerade eben hat es wieder geleckt bei mir. Ich guck mal, wie weit der Raps ist hier. Also Dünger hat er bekommen von mir heute Morgen. Komm, nun wieder mal ein bisschen. Ach so. Schnell, zack, speichern, weiterspielen. Schon Überblick verloren, wo sind wir denn? Mitten auf dem Hof, muss es so sein. Ja, aber ich finde den Anhänger nicht. Der ist, wo hat das wir den hingestellt? Da, wo wir gedroschen haben, bei den Silos. Na klar. Das muss natürlich jetzt auf der anderen Seite die Achse sein. Oh, der Raps ist gleich soweit. Zack. Der Raps ist fertig. Eigentlich so, oder? Gucken wir mal auf die Karte.
erntereif. Gerade so. Da machen wir Öl draus. Ja. Besser als Sonnenblumen. Ja, gibt's aber auch schon, ne? Auf der Barsumer Landmap. Bin ich der Meinung. Sollten eigentlich schon Sonnenblumen drauf sein. Ich mache erstmal hier das Vorgewände und dann fahre ich oben, wo du jetzt bist, runter an der anderen Seite wieder hoch, sodass wir das Vorgewände wegkriegen. Ich fahre das Thema. Ja, ich schrei. Ja, schön tief durchatmen.